Hallo im T-Bones Garage. Heute geht's um eine Tankstelle, um da Most rein zu tanken für eure China-Standheizungen oder für euren Rasentraktor oder egal was. Eure eigene Tankstelle mit 30 Gallonen, das sind so 115 Liter ungefähr. Das wird dann so geliefert in so einem großen Karton. Die haben es da hier hergestellt. Okay. Das sind die Rädchen. Boah, ganz schönes Gewicht. Also so 4-5 Kilo mit zwei Radlager, 1000 Schrauben. So, holen wir das mal raus. So schaut es aus. So, werde mir jetzt erstmal oben den Griff hier hin machen. So. Also es liegt hier jetzt so auf. Ich zeige das euch mal von nahem. Es liegt hier flach auf. Das ist jetzt keine Vertiefung, wo das hier ist. Und dieses Teil geht dann hier nach oben, die Schwingernadel. Und dann sieht man, wie viel das ist. Und das wird hier so drauf geschraubt. Also immer erst in die falsche Richtung schrauben, bis es dann so nach unten rutscht und dann richtig rumschrauben, damit dann das Gewinde nicht vergriesknattelt. So. Und das hier vorne ist ja die Front und dann muss man auch das hier dementsprechend hier nach vorne tun, die Beschriftung passt. Hier ist die Entlüftung, hier ist der zum Reintanken. Okay. Dieser Ring kommt als erstes rein, damit der Sieb nicht. Und ich habe hier schon Farbe am Daumen. Seht ihr das? So. Naja, jetzt wird der Ring hier rein. Ganz wichtig: In einem Internetvideo habe ich gesehen, dass einer den Ring hier nicht rein hat. Und der hat das hier so fallen gelassen, dann ist die Scheiße runtergeflogen in den Tank und der hat es mühselig aus dem Tank raus tun müssen, das war ein Amerikaner. Bitte den Ring rein, dann das hier und seht ihr hier die Feder? Das ist die Feder auf dem Ding, also das heißt, wenn da Gase entstehen, dann entgast es hier. Das ist die, also wieder erst falsch herum, bis es... Jetzt, habt ihr es gehört? Und jetzt dreht man richtig rum und jetzt ist das richtig verschraubt. Ja, ich habe mir das in Rot gekauft, weil das war da einfach am billigsten. In Schwarz, in Gelb und in noch einer Farbe, Blau war es glaube ich noch, hätte es dann 10 und 20 Euro mehr gekostet. So, die gibt es noch vorne mit Räder und hinten mit Räder, aber bei mir bleibt das Teil ja eh das ganze Jahr am gleichen Platz stehen. Teflonband, ja, Teflon und Diesel oder Benzin, weiß ich nicht, je nachdem, was man tankt, weiß ich nicht, ob das dann so gut ist, ob das Teflon, ich weiß es nicht, ne? Ob es das auflöst, das Teflonband. Ich mache es jetzt mal hin, ich werde das beobachten. Ja. Das hier sind definitiv die Bolzen für die Räder. Also das hier, das sind die Radbolzen, das sehe ich gleich mit meinem Hühnerauge. Und hier sind auf jeden Fall zwei Muttern für das. Jetzt bräuchte ich aber vier. Irgendwo, irgendwas. Das sind nur zwei so große. Da fehlt doch was. Und hier wird da bloß der Schlauch drin sein. Wird da schon was fehlen? Ja. Da fehlen doch schon Schrauben an. Das fängt ja gleich wieder richtig geil an. Ich könnte ja auch mal die Gebrauchsanweisung lesen. Ne? Aber ich vermute. So, ich vermute. Also das hier wird einfach reingeschraubt. Ja? Und auf die andere Seite auch. Rein und wird reingeschraubt, das dicke hier.
So. So. Ich hole mal eine Zange und das wird ein 17er sein und ein 13er. 19, also das ist kein 17er, das ist ein 19er große Nuss. Und das hier 13er. Ja, scheiße. So. Also das machen wir erstmal das Rädchen hier drauf. So irgendwas. Das ist Wurst, wie rum man das macht. So oder so, ist egal. Nein, ist es nicht. Ist es nicht, das ist nicht Wurst. Männer von Flake, seht ihr das hier? Das schaut weiter raus. Das, wo weiter raus schaut, muss nach innen, weil sonst schleift das Rad hier. Ganz einfach, das jetzt. So, jetzt passt es. Ich habe es gerade falsch herum. Ich habe gedacht, das ist egal. Ist nicht egal. So, 19er. So. Also das, wo weiter rausschaut, nach innen, dann diese Unterlegscheibe und die große Hutmutter. 19er Schlüssel dann anziehen. Drauf. Auch wieder falsch herum und dann ist richtig Schmackofatz und dann zieht er das so eine halbe Umdrehung an. So eine ganze halbe Umdrehung. Das reicht. Das reicht. So, jetzt habe ich nur noch zwei Schrauben. Das sind aber zwei Löcher. Ich habe aber nur zwei Schrauben. Schauen uns das jetzt mal von unten an. Ganz einfach. So, und was sehen wir? Man sieht hier tatsächlich Schrauben. Das könnte jetzt vielleicht 17 sein. Ja. Oh. Warum ist es so fest? Was ist lackiert dran? Da haben sie das Gewinde mit lackiert. Auch gerne solche Dinge machen, solche Räder, damit man das dann so ziehen kann. Aber naja, irgendwie geht das hier nicht gut drauf. Dann machen wir es einfach auf die andere Seite. Warte mal, das ist noch aus. Das geht auch ein bisschen. Ah, hier geht es besser. Und das nach außen und die Mutter nach innen, weil innen ja immer ein bisschen übersteht, dass da keiner hängen bleibt. Einfach von der Verletzungsgefahr immer die Mutter nach innen, weil das ja rausschaut. Und hier das Flache hier außen hin. Also 14er ist es. Jetzt kommt auf das lose Ende die Schelle und diese hier rein. Dreht mal ein bisschen so rein, dass es ganz sauber anlegt. Rein. Und jetzt nochmal mit einem 7er. Ding das festmachen. Das ist jetzt kein 7er, das ist jetzt ein 6er. Ja, genau. So, das reicht. Da ist so ein Ring. Den holen wir auch mal raus. Ja. Aha, so gerendert. Außen. Seht ihr das? So eine Zacken drin, gerendert. Tut so 2,50 Meter langer Schlauch. So. Mit dem 10er Ratsche das wegmachen, das hier auch festschrauben mit einer Zange, Wasserpumpenzange oder einem 32er Maulschlüssel. Und jetzt müsst ihr aufpassen, das ist so flach, hier ist flach und hier auch. Und das Runde muss nach außen, das Flache muss da hier rein. Das passt ja nur in eine Richtung. So. Jetzt wieder Unterlegscheibe und Mutter, Schraube. So drauflegen. Jetzt können wir das hier schön. So. Oh,
Ah, das hast du aber gut gemacht. Herrlich. Falsch herum. So, jetzt hebt man das mit einer Hand fest. Zieht es fest. Gedöns hier. So. So. So, jetzt kann man Folgendes befüllen, also entweder man macht hier auf, tut einen Trichter hin, befüllt es mit Kanister, oder man geht mit dem in den Kanister rein und dreht es in die andere Richtung und dann pumpt es das auch in den Kanister, in den Teil rein. So, jetzt gucken wir mal, ob der Schlauch da reicht. Bis dahin. Ja, gerade so. Der Schnuffel drin. Jetzt drehen wir einfach mal so rum. Oh ja. Jetzt kommt. Aufmachen. Ah ja. Geht es wesentlich besser. Luft besser entweichen. Zum Schluss ist es halt dann kritisch. Fliegt der Kanister raus. Einen halben Liter habe ich jetzt verschüttet, leider. Okay. Nee, das war jetzt nicht so gut. Da muss ich mal irgendwas hier hermachen. So ein Halter, das gefällt mir gar nicht. Das muss ich irgendwo hier einhaken können hier. Da muss was hin. Das ist die reinste Scheiße hier. Da muss ich hier was. Da baue ich mir sofort jetzt was hin. Das geht nicht. Mit dem Draht bin ich da einmal rum, hab den dann gedreht, gezwirbelt, so einen Haken hingemacht. Das kann man überall hier einhaken, ne? Und der fällt nicht runter auf den Boden. Kann man dann hier oben, hier hebt er, kann auch hier hinhängen. Hier irgendwo hebt er, fällt nicht. Und mit so einer Schrumpf Kappe, die hat genau die richtige Größe, kommt kein Schmutz rein, passt es. Ja, die gibt es irgendwo im Elektrohandel, solche Endschrumpfkappen, Größe 19 bis 16 steht hier dort. Die wird dann hier genau drüber passen. Also stellt euren Kanister nah her, damit er euch nicht aus dem Auto rausfällt, wenn er leer ist. Wenn er leer ist, ist er ganz, der Schlauch ein bisschen Gewicht dort und der. So, eine komplette Umdrehung mit der Pumpe, wenn der Schlauch randvoll mit Sprit, Most ist, dann ist es 250 Milliliter. Also 4 Umdrehungen, dann habt ihr 1 Liter voll. Ich habe das jetzt zum Schluss langsam, wenn man das dann zum Schluss langsam macht, dann kommt nicht ganz so viel raus. Also ihr müsst so im Fluss sein, im Fluss, dann kommt da jedes Mal pro eine Umdrehung, 1/4 Liter raus. Sprich, ich habe da ja jetzt 75 Liter reingemacht. Die Nadel müsste dann bei 75, ich habe ja, pass auf, 84, irgendwas mit 80. Auf jeden Fall hier, das zeigt ein bisschen weniger an wie 80. Ich habe jetzt hier 1 Liter rein, 1 Liter verschüttet, ja, 1/2 Liter verschüttet ungefähr. Ist das Eisen, also dieses Schätzeisen, ungefähr jetzt erstmal beim ersten Befüllen um ungefähr 3 Liter ungenau. Ungefähr 3 Liter, 3, 4, mehr nicht, 3, 4 Liter ungenau. Und dann jetzt, denke ich mal, wenn ich jetzt den Liter reintue, müsste das auf 80 hochkommen. Den Schlauch da rein und in die richtige Richtung drehen. Jetzt bloß in die richtige Richtung. Nach vorne. 1, 2, 3, 4. Ja, wie gesagt, 5.
jetzt seht ihr selber, der saugt alles Luft, Luft, Luft. Oh, ohne Scheiß. Das ist wirklich hoch auf die 80 jetzt. Es ist jetzt bündig. Seht ihr das? Alter. Seht ihr das? Also es ist schon 2 Liter genau jetzt. Und da gehen jetzt 114, schlag mich tot. 114,46 Liter passen da rein. So. Wieder fast 200 Euro zahlt. So, Verbesserung. Ich habe jetzt da mal 2 Kabelbinder und eine kleine Kette. Eine kleine Kette rumgemacht und ein Schloss. Und jetzt, Verbesserung ist es besser. Das ist so, weil dann die Leute das besser sehen, wie man das drehen muss. Und sonst ist das alles, muss man es immer erklären. So, es funktioniert, muss man die Kappe halt wegmachen, das muss man dann nicht erklären. Aber das mit dem Drehen, das kapiere ich auch nicht immer. So, da kann man hier einwandfrei tanken und das reicht dann für gute 2, also da kann der Tank komplett leer sein, kann man dann 2-mal tanken, das Fahrzeug. Also ich sag klare Kaufempfehlung, wie gesagt, vorne Rollen kann man noch nachträglich hinmachen, kostet dann über 200 Euro. Ich habe für das Teil 164 Euronen bezahlt, das war meinem eigenen Geld bezahlt, keine Sponsorin oder sonst was. Ich finde das mega geiles Teil, weil man einfach sehr schnell mit einer Umdrehung ein Viertel Liter hier relativ schnell das volltanken kann, also 1, 2, 3, 4, so im Sekundentakt, sag ich mal so. Dann hat man da quasi in 20 Sekunden 5 Liter. So, wenn man dann schnell kurbelt, hat man da so 25 Liter in einer Minute. Das ist ganz okay eigentlich, ne? So in einer Minute so 25 Liter. Man kann auch schneller, das schafft man auch bestimmt auch 35 Liter in einer Minute. Ja, und so braucht man eigentlich beim Tanken ja auch circa eine Minute, wenn das Auto leer ist. So. Und da braucht man ein bisschen länger. Ja, 1,5, sag mal 2 Minuten, dann ist aber voll, dann ist das Teil cool. Weil man ja richtig schön im Schwung dann ist. Und so lässt sich es auch viel besser jetzt drehen. Ne? So, wie hier seitlich, da das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt gedreht, das geht wunderbar vorbei. Das sind jetzt die Feinheiten, wo man erst herausfindet, wenn man das jetzt mal 2-3 Mal getankt hat oder so. Und ich persönlich würde da so nur 110 Liter reinmachen, nicht bis an die 115, bis ganz zum Erbrechen hoch. Einfach, damit das Teil ein bisschen ausdunsten, ein bisschen sich ausdehnen kann. Weil nicht, wenn das jetzt im Sommer bockheiß ist, dehnt sich ja das ordentlich aus. Ich vermute, dass es dann oben rausläuft. Es ist ja Video überwacht, also sprich, wenn da sich irgendeiner hier begeht oder vergeht, da ist der scharf und Ding, da weiß man sofort, wer wie, wo, was. Ne? Und darum kann man das hier stehen lassen, wenn das Video überwacht ist. Und ich sag, das ist eine coole Tankstelle für jeden Privaten, der nicht immer tanken fahren kann oder wenn er seinen Rasenmäher oder seine Mopeds, wenn er mehrere hat, oder wenn er gerade Mischung macht, wenn er dann eine Mischung machen muss, und dann hast du nicht immer die Zeit, da jetzt geschwind zu fahren, hast du mal hier ordentlich, das reicht dann locker für ein Moped, locker 2 Monate, wenn nicht sogar 3 Monate für ein Moped, locker 3 Monate, aber da hat man halt immer, kann man reingucken, wenn das Teil unter die Hälfte ist, dann holt man wieder, zack, hat man immer ein guter Sprit zu Hause, und der Most, der ist unten im Keller bei mir, und ich habe 5000 Liter bestellt zum Preis von 89 Cent den Liter, und ich empfehle da auf jeden Fall Check24. Ich kriege da von denen nichts, das ist meine persönliche Ding, also der ist bis jetzt immer am billigsten gewesen, oder Öl24 oder so Sachen. Da einfach gucken, viel gucken, dann spart man.
So, und ich sag Ade, war schön, euer T-Bone. Bis zum nächsten Video. Ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist